Hallo und jetzt aber herzlich willkommen zur German Dota League Season 3 Division 4 Germany 1 und zwar All Random All Mid gegen Bone Doctors, die hier als Only Baratum gebrandet sind. Das hier ist ein Rebroadcast, wie man hier unten in Celeste schön sehen kann, weil es gestern nicht so ganz funktioniert hat, von daher im Spectator Mode dieses Mal mit Spectator Mode, wie ich schon gesagt habe. Gut. Dann schauen wir, ob das hier auch funktioniert. Schönes Plugin für Open Broadcaster, das vielleicht das Umschalten der des Overlays besser machen sollte. Mal schauen, wie sich das hier so zeigt in diesem ersten Praxistest. Wir haben Bone Doctors, die, von denen ich gesagt bekommen habe, dass sie diesmal nicht mehr ihre Pocket Stretch spielen mit Pugna und Chaos Knight, sondern was Neues probieren, was mir gefallen wird. Von daher bin ich sehr gespannt. Brewmaster, Lycan, Faces Void und Doom wird es aber nicht sein. Na komm, Doom. Weil die hier gebannt sind. Nein, Tinker wird gebannt, okay. Dann bin ich gespannt auf Bone Doctors Draft, der einen Doom beinhalten könnte, wenn der noch nicht gebannt wird. Das müssen im Prinzip die Jungs von All Random oder die Personen von All Random dann sehen, was sie machen. So. Bone Doctors gehen hier mit Pugna. Wait, okay. Das sieht mir doch nach sonst aus, aber okay. Pugna First Pick, sehr interessant. Ja, Aram gehen hier mehr traditionell mit dem Scarath Mage und vielleicht im Doom, weil er noch drin ist, ja, genau. Zwei extrem starke Helden wollen hier nichts anbrennen lassen und picken da Doom rein und Bone Doctors picken dann doch noch die Viper rein. Bisher ist es die normale Pocket Strat von den Bone Doctors. Allerdings bin ich gespannt, ob sie da noch was ändern wollen. Ja, Death Prophet Razor sind hier gebannt. Razor gegen Viper, immer ein guter Counter. Ja, außerdem sieht man halt auch noch nichts, ne? Wir haben Aram, die Doom, Skyrath Mage, sind zwei extrem starke Helden, die relativ versatile sind. Zumindest ist Doom. Skyrath Mage hat halt seine Rolle, die er extrem gut erfüllt. Als Support, Damage Dealer und ein bisschen Controller und Silencer und Nuker und bla. Dementsprechend First Pick hier. Aram, Ben hier den Shadow Shaman für mehr Push und den Jakiro dann doch noch. Das ist interessant. Aber okay, gehen hier mit der Ancient Apparition. Haben eventuell eine sehr, sehr gute Combo damit, wenn sie halt da Ice Blast und Doom. Weil, naja, der Doom kann quasi 200 Leben vorher aufhören zu chasen. Quasi. Und außerdem kann er dann nicht im Doom geheilt werden. Was jetzt mit dem Witch Doctor passen wird. Okay, Bone Doctors, habe ich euch doch verhört. Spielen ihre Standardstrategie mit einem kommenden Chaos Knight und einem Offlane Void, der jetzt gebannt wurde. Das heißt, für die Offlane holen sie noch was anderes. Sei es ein Tidehunter, sei es was auch immer. Und werden zu viert Tower Siege und werden CK sein Hard farmt. Aram braucht ein bisschen Control noch. Das Problem mit den Supports sind sehr stark, aber Control fehlt. Doom hat auch keine Control, sie brauchen irgendwas, das stunt, was die Leute da hält. Denn sie haben einen Doom, sie haben einen Ice Blast, prinzipiell, und sie haben einen Scarath Mage, der jetzt doch über die Zeit verteilt viel Damage raushält. Das heißt, sie wollen den Teamfight am Laufen halten. Also eventuell wären Titan Day für die Offline ziemlich cool. Oder ich weiß nicht, irgendwas, was große Anzahl an Control rausbringt. Und sei es nur irgendwie ein Midlaner, der den Teamfight initiieren kann. Eventuell wäre es hier tatsächlich sogar so gut, wenn sie Tower pushen. Also wenn sie ein bisschen Push haben, weil dadurch forcen sie halt natürlich den Gegner zu responden und dann kriegen sie den Teamfight. Den sie, ja, quasi 4 zu 5 mit dem Doom und dann halt Ice Blast. Und sie gehen hier mit dem Tidehunter. Es forst halt die Initiation. Und es forst den Teamfight, und wenn sie halt einmal drin sind, müssen sie halt komplett rein oder nicht rein. Wenn sie nicht komplett reingehen, wird der Doom halt auch relativ schnell kurz einen Prozess machen. Scarath Mage, einen sehr großen Nuke-Damage. Und der Titan kann halt drinnen bleiben und gucken, wenn alle reinkommen, dann kommt die Ravage und dann wird der Teamfight ausgespielt. Mit
ja, mehr oder weniger Chancen, weil die Ravage garantiert quasi, dass der Doom sein Lieblingsziel doomen kann. Und der Eisblatt sollte dann auch auf ein paar Leute treffen, wenn Bone Doctors schlecht stehen. Was halt jetzt sehr gut, der Doom kann am Tower stehen. Allerdings hat er am Anfang noch nicht so viel Tank, von daher ist eventuell jetzt in der Mitte ein Tank gebracht. Also die Death Prophet wäre beispielsweise perfekt gewesen, der Razor auch, für diesen Purpose. Da müssen wir sehen, was Aram hier noch für die Mitte randomen. Oder ob sie tatsächlich all mitgehen. Und sie haben hier einen Zufallsgenerator gehabt, der ihnen Zahlen rausgeworfen hat, wo sie gepickt haben. Nein. Clockwork auf den Bone Doctors. Das... Ja doch, okay. Habe ich, weiß ich nicht, schon mal gesehen habe. Ja, ich glaube schon. Aber auf jeden Fall halt für den Void die Ausnahme, das sperrt halt auch einen ein. Das ist jetzt, ja, wahrscheinlich nicht so viele wie in der Chrono. Aber dafür öfters. Und hat noch was anderes als die Chrono. Von daher, sie haben halt keinen Silence. Das muss man dazu sagen, dementsprechend wird der Titan da immer die Ravage rausbekommen. Sie haben ja noch keinen Burst, dementsprechend wird der Titan dann seine Ravage rausbekommen. Und Witch Doctor muss halt sehr aufpassen, denn prinzipiell kann er den Death Ward nicht stellen, bevor Titan da nicht die Ravage gemacht hat. Und er wird sich relativ hüten, die zu machen, bevor der Witch Doctor sein Ulti macht. Von daher ist hier ja Aram auf jeden Fall besser aufgestellt. Und bin gespannt, wie das Ganze da so läuft. Ja, Midlaner, der am Tower stehen kann, der Pressure machen kann, wo sie zu fünft wirklich auf den Teamfight warten können, sodass Bone Doctors zu ihnen kommt. Das ist, glaube ich, das, was ganz gut in der Mitte wäre. Von mir ist auch sowas ein Kunker, aber nee, hätte ich eher nicht. Irgendwas... Weiß ich nicht. Brew wäre halt auch eine coole Idee gewesen, aber natürlich First Ban. Bone Doctors haben da schon die richtigen rausgebannt. Mehr oder weniger unwissentlich. Oh, ein OD. Okay. Das kann funktionieren. Der Problem ist halt nur, dass OD nicht so tanky ist. Es, ja, er hat seinen Escape. Und Tiny hier als Bone Doctors, doch kein CK, sondern ein Tiny. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ja, den OD kann man machen. Er ist doch relativ tanky und quasi ein großer Klotz, der vorne steht. Von daher denke ich, dass Aram halt Five-Man Push mit dem Titan in der Hinterhand und sie wollen fighten. Wenn sie den Fight nicht bekommen, pushen sie einfach Tower. Bone Doctors hingegen haben sehr viel Push selber. Haben auch mit dem Tiny doch viel Late Game. Und ja, bin mal gespannt, wie das laufen wird. Ha, und der Umschalter funktioniert. Ja, hier habe schon schön zu sehen. Kuroki hat dasselbe Set. Das ist halt ohne den Baum halt so ein bisschen glühendes Nichts. Naja. Gut. Auf der Seite von Bone Doctors haben wir Fever und Seeker, die supporten. Auf dem Witch Doctor und dem Pugner. Zalok, der auf dem Tiny den Carry macht. Tomahawk in der Mitte auf der Viper, wie ich sie sehr oft gesehen habe. Und Sir Waterlord, Dr. Waterlord auf dem Clockwork Offlane. Aram geht erstmal, ja, nicht so schnell, nicht schnell genug zu ihrer Tri-Lane-Position zum Camp. Na, okay, Clockwork wird da seinen Watch stellen können. Haben hier die Ancient Apparition, June als Stand-In auf der Support Ancient Apparition zusammen mit LOL Pro. Bei LOL und Pro, mal sehen, ob das auch bei Dota ist. Auf dem Scareth Mage. In der Mitte Homo Sidia auf dem OD. Offlane. Ben, you little cutie. Ja. Okay. Aber jetzt mag jemand Ben auf dem Titan da. Und zu guter Letzt den Carry Doom Day Creator for Victory. Das ist mein Name. Eindrucksvoll. Bin ich mal gespannt. Wir haben die erste Pause. Da auf der Lane noch nicht zu sagen, das könnte ich eigentlich vorspulen. Aber wir schauen erstmal hier. Wir haben die Ward von Ben, die schon lange gestellt ist. Dementsprechend wissen sie hier wahrscheinlich auch, wo die Radiant ist. Achso, genau. Das ist jetzt der Punkt, wo ich halt rausdisconnecte gestern. Okay. So. Dann können wir hier weitermachen, dass nichts passiert. Zack. Rebroadcast. Das mache ich jetzt gerade. Hallo, passt ich. Und, jo. Dann geht's jetzt hier weiter.
So. Ja, DD-Runde unten gefunden. Das ist relativ cool dafür. Titan dann natürlich mal schön sogar schon den ersten Spawn blocken. Das hat aber Titan da auch gesehen durch die Ward. Mal schauen, ob er so weit Shutdown wird, dass er das D-Warden muss. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ja, Pugner und Witch Doctor haben gut Damage. Ups, nicht mit den Nether Blasts. Hat hier doch einen Anchor Splash. Bettelt sich hier ein bisschen und Witch Doctor geht erstmal mit der DD-Rune erstmal eine Hardcamp farmen. Auch gut, dass er das machen kann, weil die Cask dann doch 5 Sekunden auf Creeps ist, ne? Ja. 5 Sekunden auf Creeps ist und dann einfach auch den Damage hat, um das zu machen. Und kann hier sogar stacken. Ja. Schön gemacht hier von Fever, den Dschungel richtig gut genutzt. Auf der Mitte muss Waterlord ist relativ gut drin. Muss hier die Cox zünden und kommt wohl auch noch weg. Das war relativ knapp. Klar weiß er das, aber naja. Das war relativ knapp. Und Fever scheint im Dschungel zu bleiben. Kann er machen. Das Problem ist halt, die Frage ist halt, ob der Damage reicht. Außerdem werfen Tidehunter. Tidehunter ist noch Level 1. Okay, ja, wie fast alle anderen. Außer hier den Jungle Witch Doctor. Aber ja, ich weiß nicht, ob der Pugner da reicht, um ihn rauszuhalten. In der Mitte hingegen haben wir OD 6 Last Sits, Viper 2, 6 Last Sits. Relativ even. Der Clockwork unten oben ist halt relativ hart im Limit, aber er ist auch hart in XP Range. Pugner wird hier. Ja, Pugner kann halt nicht mehr lange gegen den Tide holen, besonders jetzt mit der Krankenschill. Hat er da quasi keinen Damage mehr. Aber der Tiny hat 100% CS in dem Sinne. Der Doom sieht genau gleich aus. Auch schön hier im Tiny zu sehen, dass er konsistent denied und dem Tide hat er da weder die Lane noch das Gold dann irgendwann auch lässt. Ja, also Clockwork ist relativ weit rausgehalten. Was er halt schön hat, ist, dass er das Pulklamp geblockt hatte, anscheinend. Und Arams ihm mit einer schönen Sentry leider, ja, auch geblockt haben. Weil sie halt leider den Ward hier anscheinend gefailt haben. Ich meine, er sitzt seit einer Minute. Er sitzt seit einer Minute, das heißt, er blockt es halt auf jeden Fall. Oder sie haben zu spät die Ward gedewardet. Habe ich jetzt nicht gesehen, kann sein. Unten, Titan da ist okay. Oh, okay, eine Spot. Also es war zeitlich dann doch noch gedewardet. Und ab jetzt können sie wieder pullen. Andererseits ist jetzt Clockwork Level 4 nach 3 Minuten, weil er hat prinzipiell die ganze Creep-Wave bekommen. Außer den Teil hier. Und auch das Hardcamp teilweise davon. Von daher lebt er hier ganz gut. Wir haben den Tidehunter natürlich, doch Level 3. Ist auch noch gut dabei, dafür, dass er doch einen relativ schlechteren Anfang hatte. Und wieder so eine Ward, die so sehr relativ knapp ist. Bitter für die Bone Doctors hier. Das war knapp. Aram war hier besser und hat den Ward gefunden. Allerdings, Pull-Through ist auf Dire nicht so einfach wie auf Radiant. Und daher schlägt es hier zum ersten Mal Fail. Aber wir werden auf jeden Fall den Clockwork relativ weit draußen halten. Ja, jetzt noch. Das Problem ist natürlich, dass gepusht wird. Griefwave pusht gut rein, wenn er jetzt hier noch ein bisschen blockt. Kommt hier auch relativ nah zu ihm. Ja, das ist gut, da kriegt er schön viel Erfahrung. Unten auf der Bottomlane, Titan hat wieder voll Leben, muss die Salve, glaube ich, nehmen. Und, jo, kriegt halt auch die Erfahrung. Ist jetzt immer noch erst Level 3, weil der Pugner doch immer konstant da ist und ihn zurückschickt. So viel Kontrolle haben sie aber eigentlich nicht. Mit 2 Punkte auf Kartenschild. Sollte auf jeden Fall, okay, go auf Clockwork hier oben. Kann aber noch weglaufen. Aber OD ist natürlich da und sorgt für einen sicheren Kill. Das ist das First Blood für den OD. Auf Aram. Schön gemacht hier die Rotation mit einer Haste-Rune. Hat die Chance gesehen, mit der großen Creep-Wave direkt durchzupushen. Und ja, jetzt haben sie ein bisschen Tower-Damage. Und die Clockwork kriegt halt nichts. Und mit ein bisschen Tower-Damage meint sie eventuell, dass sie den Tower bekommen. Andererseits natürlich Titan, das stirbt hier. Schön gemacht. Wie war das gelaufen hier? Wir haben hier den Tidehunter. Wurde First Blood gegoat und Tidehunter ist hier zu weit weg. Wird gestunt. Bonk, bonk, bonk. Dreimal. Und hier kommt der Kommustan, der ist hier weg. Schön gemacht hier auf jeden Fall. Ja, okay. Mitte ist jetzt wieder soweit.
beide Teams werden hier den T1-Tower bekommen. Gehe ich mal stark von aus, weil jetzt die sicheren Instant Rotation, glaube ich, jetzt nicht kommen werden. Andererseits, Damage. Ja. Supports kaufen. Nee, ich dachte, sie rasen jetzt zum Sideshop und kaufen sich TPs. Aber das ist noch nicht der Fall. Tiny holt auch hier den Tower. Doom hatte den Tower eben bekommen, von daher sehr, sehr even. 1-1. XP-Grafen ist ein bisschen in Bone Doctors Favor, weil der Clock ein bisschen mehr bekommen hatte. Gold geht jetzt wahrscheinlich noch weiter hoch für den Tower. Da wird es halt auch relativ even sein. Last Hits sehen wir hier. Tidehunter. Tiny hat ein paar mehr Denies. Die Viper hatte in der Mitte farmen können, weil die Rotation halt vom OD kam. Außerdem, ja, ist Viper einer der besseren Heroes gegen einen OD. Weil, ja, Mana ist nicht so wichtig. Jo, dementsprechend halt kleine CS-Vorteile für Bone Doctors. Ansonsten sehr, sehr evenes Game. Und ja, Bone Doctors farmen jetzt hier weiter. Ey, schönes Hardcamp. Tiny, glaube ich, muss zurück zur Base. Definitiv. Das wird dem Titan auf jeden Fall ein bisschen Wissen sehr verschaffen. Hat schon 9 CS. Das hat der Clockwork auch. Weil also beide haben jetzt ja die Lane am T2, beziehungsweise der Tidehunter kann aggressiv sein, weil seine Ward noch hält. 5 Sekunden. Und dann werden wir sehen, ob der jetzt halt weiter zurück ist, dadurch, dass die Ward weg ist. Oder weiter aggressiv bleibt. Tju. Mecha für Doom. Geht also First Item Mech. Das spricht für einen relativ frühen Five-Man, was ich definitiv unterstützen kann, weil das ist laut meiner Draft-Analyse auch das, was sie gepickt haben. Vielleicht kann man da auch viel anderes Ding machen, aber ja. Das ist das, was sie meiner Meinung nach machen wollen. Das tun sie auch. Unterstützt meine These. Aber hauptsächlich, ja. Finde ich richtig, was sie da tun. Bei den Bone Doctors hingegen, Bone Doctors, itemweise, haben wir die Viper, die fast die Mech hat. Ja, Viper, da. Ist im Gegensatz zum Doom. Ist das das komplette Mecha? Nee. Recipe, ah doch, ist wahrscheinlich das komplette Mecha. Gut, natürlich Titan, ach crap. So, Mecha ist da. Cheaten wir mal ein bisschen. Genau, Mecha dementsprechend halt hier ein bisschen weiter vorne, aber der Safeline Carry hat natürlich mehr CS als der andere hier. Kask ist nur einen Bounce. Oh, der Stun trifft er noch gerade so und dann halt natürlich durch den Toss genug Damage hier gehabt. Ja, Mech hier fertig, jetzt können sie halt anfangen, vielleicht auf den Top-Tier 2-Pressure zu machen. Alle sind es ja erst zwei, da müssen halt auch die Rotations kommen. Titan hat jetzt Zeit zu rotieren. Skywrath wird hier, ja, stacken. Rotation von Bone Doctor kommt in die Mitte von Clockwork. Hookshot trifft. Mal schauen, ob sie da was machen können. Viper Ulti wird hauptsächlich weggeastrilt. Da ist nicht mehr viel von übrig. Und schöner Hookshot, der getroffen hat, aber das Problem ist halt beim Ulti mit 4 Sekunden auf Prism ist ja das komplette Viper Ulti weg. Haben sie ja halt auch einfach kein Damage. Besonders wenn Rotations hinkommen. Und das kam halt sehr schön, da mussten sie sehr, sehr schnell auseinander. Das ist halt so, weshalb man OD halt schon relativ tanky nennen könnte. Weil er hat das Prison und er kann Dinge dodgen. Ansonsten, ja, er hat ja doch mehr Leben. Also einer der mehreren Leben dafür, dass er ein Intelligence Hero ist. Okay, Death Ward oben reicht nicht ganz. Kommt er doch noch weg mit 100 Leben. Da war vielleicht die Absprache nicht so ganz da, da hätte der Tiny weiter vorne sein können. Nichtsdestotrotz ein bisschen, ja, sie kriegen hier die Pressure auf den Tower. Oben Clockwork geht ein bisschen auf den Doom, macht ihm ein bisschen Mana weg, ärgert ihn ein bisschen. Das ist wahrscheinlich auch für den Clock relativ wichtig, weil, dass er die Mana so weit runter behält, dass er keinen Doom abbekommt mit Follow-up. Also ein Doom into Stun. Könnte hier den Tod dafür besorgen, außerdem muss er halt regelmäßig devouren. Dementsprechend hält er das Mana halt gut runter. Das ist auch hier relativ cocky. Aber ja, wollte wahrscheinlich auch nur Mana burn, was er nicht mehr geschafft hat. Kann hier auf jeden Fall den Doom nicht töten, das ist mir auch klar. Aber er kann ihn halt ein bisschen abhalten davon. Außerdem, wenn sie jetzt hier die Mitte pushen, wäre es ja tatsächlich eine gute Idee, den Doom nicht zu TP'en zu lassen, weil ein Offlaner für einen Carry zu tauschen quasi hier, ist hier auf jeden Fall wichtig.
Okay, Tiny ist zu weit drin. Wird hier relativ schnell geburstet. Skyrath fällt jetzt auch. Allerdings, Waffe für Skyrath wird Aram auf jeden Fall immer gerne wiedernehmen. Ja, Clockwork hat versucht zu bursten, geht nicht down. Und Witch Doctor wird hier noch down gehen. Kommt nicht ganz weg. Somit 2 zu 1 der Trade hier für Aram. Und ein sehr schöner Trade. Das ist es auf jeden Fall. Rocket trifft die Ancient Aberration. Schöner Snipe hier vom Clockwork. Hat, ja, auch Level 4. Ah, die hat die Missile gemaxed. Okay, das macht natürlich einiges an Damage. Man konnte den Snipe gut holen. Auf der Toplane hat sie sich aber auch, so wie sie gestanden hatten, eben entsprechend hat auch nie einen Kill angeboten. Von daher ist der Missile First Max hier auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Gut. Ja, Doomfarmt weiter. Hat jetzt schon einen relativ guten Vorsprung vor dem Tiny. Da der Tiny halt jetzt auch mitpusht. Clockwork ist wieder auf dem Hook aus. Wo auch immer der jetzt gerade hin war. Ich habe nicht mal die Animation gesehen. Ah. Ah, das ist bitter für Bornok, dass das der Mist, weil das wäre ein T1 gewesen, wenn sie den OD jetzt hier bekommen hätten. Sie versuchen halt weiter, aber auf jeden Fall wird er nicht so ganz uncontested werden. Sind jetzt nicht sicher, wie sie hier reingehen können. Mit dem Clockwork und der Viper. Allerdings hat jetzt auch Putner keinen Mana. Das könnte, wenn Bornok das sehen, relativ übel werden. Aber nein. Tower fällt. Konnten sie auch mit den zwei Helden nicht viel anderes machen. Muss natürlich zumachen. Cask bounced. Aber mehr ist es nicht. Aus dem Level 1 Cask wird halt der Damage bevorzugt. Es hat auch nur den Nichts, dann der nötig ist. Es ist halt eine Sekunde. Und dann. Und der Rest dann. Titaner geht jetzt hier rein. Hat eine Rebel City auf 3. Schön gemacht. Clockwork wird wahrscheinlich poppen von der AA. Und der Hammer trifft, aber macht nichts. Witch Doctor Ulti, Death Ward, 3 Kills. Und der Clockwork gelebt, weil das halt nur Level 1 Ulti ist. Das ist bitter. Und die AA muss jetzt hier aufpassen, dass sie vielleicht nicht aufgenickt wird. Die hat eine Regen ohne gefunden. War es ein Player? Da hat er Glück gehabt. Außerdem war das mit dem Hammer doch relativ knapp, glaube ich. Naja, super Teamfight ja noch doch hier von den Bornoks bekommen. Und Aram waren sich wohl nicht ganz sicher, wo sie da reingeräumt. Tiny muss jetzt hier aufpassen. Doom war raus. Tiny hat das komplette Doom überlebt. Kann jetzt ihm hier noch ein Ding hinterherwerfen. Muss aber. Oh, das war knapp. Ich weiß nicht, 300 Leben wäre knapp geworden überhaupt. Der Damage. 250 Damage, okay, doch. Ist Vankill gewesen, auf jeden Fall. Aber. Ja. Knappe Sache. Und jetzt muss. Ja, jetzt so ein Kill auf dem Doom sein. Die Combo hätte definitiv mehr Damage machen können. Und dann fehlt ihm der Damage. Wenn wir uns überlegen, dass er halt nicht das ganze Avalanche-Toss Bonus-Damage genommen hat, weil er ein bisschen mitgewartet hat. Eventuell hätte das zum Aussag genommen. Ja. Hätte vielleicht gemacht. Clockwork holt jetzt die AA. Hat eine Haste-Rune nach der Region unten gefunden. Diese Woche ein Luckboy. Und holt sich halt relativ simpel hier die AA. Oh. Jetzt muss ich mal schnell hier auf meinem C Platz machen. Damit hier noch nicht irgendwie der Broadcast gleich abbricht. Moment. Dire's top tower has fallen. Da, das kann ich schon so. Beinahe zu wenig Platz gehabt. Gut, okay, Bornoffis gehen weiter rein. Haben die Avalanche rein. Toss ist auf Cooldown. Schöner Interrupt hier mit dem Prism, dass der Lifetrain interruptet wurde. Die Viper wurde. Ja, die Viper wurde gedupt, das war unoptimal. Okay, der Deathwatch steht noch unoptimaler. Hat auf jeden Fall verhindert, dass sie hier oben hochgehen. Allerdings, naja. Rocket trifft wieder schön. Macht noch einen guten Damage. Und Bondoctors gucken hier, dass sie re-engagen können. Avalanche, Toss, Maledikt erst danach. Und die Cask könnte. Ja, Cask reicht auf jeden Fall mit dem Maledikt. 2 zu 0 hier. Schöner Stun hier. Schöner Ice Cage vom AA. Auch schon gerannt. Aber 2 zu 0. So langsam kriegen Bondoctors hier definitiv die Überhand. Jedenfalls laufen besser. AA-Ultis sind schön. Aber es reicht ja halt doch nicht ganz. Reicht halt nicht ganz dafür. Und der Tower könnte down gehen.
geht down. Man könnte, meine ich natürlich, geht auf jeden Fall down. Wenn man sich nicht gehört hat. Und Bone Doctors rotiert in Mitte. Mit ein bisschen Warding-Action. Haben jetzt einen kompletten Dschungel hier gewardet. Und werden das wahrscheinlich demnächst für Pickoffs auch ausnutzen. Sehen Sie zumindest, wenn hier ein Wraparound kommt. Oder sowas. Auf jeden Fall, ja. Tidehunter Ulti. Also Ravage into Ice Blast. Into, Astro, Hammer. Die Sanity's Eclipse. Könnte hier auf jeeden Fall auf immer noch tödlich sein. Und OD war jetzt ein bisschen zu weit vorne. Das war bitter für ihn, wird instant geburstet. Clockwork geht rein. Blade Mail ist schon da. Und sie kriegen jetzt das Clockwork. Haut sein Ulti raus. Eine der besseren Panic-Ultis, müsste ich mir jetzt mal sagen. Und 2 zu 1. Quasi ohne Gegenwehr. Ja, dass der ODD reingelaufen ist, war natürlich blöd. Aber Clockwork hat schön gesehen, dass sie da halt auch, sie standen halt alle hier. Und Clockwork konnte halt easy hier mal einen Pickoff holen. Und hatte immer die, den Support hinter sich. Wodurch er halt auch sehr aggressiv sein konnte. Klick, klick, klick. Er sieht mich hier schön durchklickern. Ich muss kurz halt löschen. Das kann das schon. Kann ich meine Constructs Oslan-Version löschen? So. Jetzt auf jeden Fall Speicherplatz. Ehrlich. Gut, ja, 12 zu 3 steht das. XP-Graphen sagen halt auch schon, wo es lang läuft. Dementsprechend. Oh, Viper wird reingeworfen. War da noch nicht ganz prepared für. Aber tankt das halt alles durch. Mecha auch kein Damage hierfür. Sanity's Eclipse ist raus. Da fehlt ein bisschen der Damage für den Tiny. Und Damage reicht nicht. Dafür stirbt der Tidehunter. Hookshot in Doom. Hat den Doom schön gesolot. Witch Doctor geht hier oben ein bisschen zu weit vorne draußen, aber Doom und Titan sind raus. Rest sind relativ squishies, die Food für Viper sind. OD versucht sich noch den Tiny zu snacken, schafft es aber auch nicht ganz. Und GG. GG von Aram nach 16 Minuten hätte auch nichts mehr gebracht hier. Die Tosses in die Viper sind relativ übel. Denn dann ist halt auf einmal eine Viper neben dir und das will man eigentlich nicht haben. Okay, das Overlay funktioniert nicht. Außerdem. Oh crap. Ja. Nevermind, nevermind, nevermind. Da gab es einen Crash in meinem Programm. Gut. Das war das Spiel 1. Monotis gegen Aram. Spiel 2 folgt sofort. Welcome back, everyone. Welcome back. Ja, Spiel 2. Ja, Spiel 2, Bone Doctors gegen All Random, All Mid. Spiel 1, eben gesehen habe, Bone Doctors haben das Ding relativ schnell zu Ende gepusht und hatten doch mehr Teamfight, als Aram gegensätzlich hatte, obwohl ich da eigentlich gegensätzlich von ausgegangen bin. Das Problem war, die ersten beiden Ravages waren gut, aber der Follow-up hat gefehlt. Und damit, ja, waren danach Bone Doctors zu tanky und zu weit im Vorteil, um diese, ja, um quasi das auszuspielen, dass sie mehr Teamfight haben, den Teamfight suchen und Bone Doctors quasi es eigentlich nicht wollten. Die waren halt zu weit gefarmt, wollten den Teamfight dann doch und haben dementsprechend, dadurch hat Aram das verloren. Bone Doctors bannen diesmal den Doom. Lycan ist noch drin im Pool. Mal gespannt, ob Aram den hier holen wird. Haben auch verplant, sich hier den Namen zu setzen. Und First Pick Lycan. Wohingegen einen Razor und Lycan Counters? Weiß ich nicht. X. Auf jeden Fall, ja, das wird schwierig. Auf jeden Fall einen Razor, was gut ist. Und vielleicht auch sogar die Viper. Aber beide sind vielleicht ein bisschen Overkill. Mal schauen. Seconds remaining.
Überlegen sie auf jeden Fall relativ lange, was sie da haben wollen. Skyrift Mage wäre eine Sache, die doch relativ gut wäre. Auch um das Lycan-Ulti halt zu verhindern. Also Lycan manfightet jemand, dann kommt halt Skyrift Mage schnell vorbei, silenced ihn und slowt ihn. Und Lycan kann eben nicht weglaufen, wenn es ihm zu brenzlig wird. Das Fenster, wo Lycan entscheiden kann, wann es eine brenzlige Situation für ihn ist und wann nicht, wird er auf jeden Fall niedriger, wenn Silence dabei ist. Mirana. Aber gehen mit dem Mirana. Mal schauen, ob sie da viel offensiv eingehen wollen. Ist auf jeden Fall was Besseres, um den Lycan zu catchen. Mit einem Moonlight Shadow irgendwie dahinterher kommen. Und ja, Aram gehen Full Push. Shadow Schwarm Lycan. I like. Und werden jetzt hier wahrscheinlich Death Prophet bannen müssen. Und vielleicht sogar sowas wie ein Pugner. Wer weiß. Oder sie picken Pugner selbst. Death Prophet ist der First Ban hier. Eventuell will Aram hier noch die Viper bannen. Glaube ich zwar nicht. Aber der Punkt ist, sie können die Viper nicht selber picken wegen dem Razor. Deshalb wäre das eigentlich schon ganz gut möglich. 10 Sekunden remaining. Razor First in der Mitte würde es eventuell auch erlauben, mal was anderes in der Mitte zu sehen. Von Aram hier. Würde mich schon wieder freuen, wenn die üblichen Mithelden wieder kommen würden. Es in Pack-Quop und sowas. Aber die sind wohl im aktuellen Meta unspielbar so richtig. Schade, 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 schade. Und Bondo trifft Ben den Pugner. Und daher hat man schon, was Aram hier, ob sie sagen, okay, wir wollen Full Push und nehmen einen Lash-Hulk noch dazu. Oder ob es halt jetzt reicht. Ob sie sagen, wir wollen einen 4 Protect 1 Strat, Lycan macht eine Lane, und wir machen zu viert eine andere Lane, die außerdem pushen kann mit den Wards. Das wäre die eine Möglichkeit, die andere ist halt Full on Push. Wir stellen die Wards, Lycan haut mit seinen Minions drauf und wir haben sowohl Wards als auch Minions. Und deshalb kannst du halt nicht gegen Minions picken. Als Konterpush oder gegen Wards picken. Es ist beides halt noch möglich. Auf jeden Fall, Shadow Charm sowieso ein starker Support, der immer seine Berechtigung hat. Mal schauen, ob Bondock das auch einen Setup hier picken, also einen Bane. Für die Mirana, da Shadow Demon schon gebannt ist. Oh, Ogre Magier. Das wird interessant. Ein fetter Razor. Haben halt da schon ein bisschen Stunts jetzt. Aber als Setup für die Mirana ist das jetzt so eine Sache. Vielleicht wollen sie dann auch noch einen Supporter und halt Carry Mirana spielen. Und ja, Aram geht Full Push. Nature's Prophet auf der Offlane. Mich würde ehrlich gesagt nicht wundern, wenn jetzt noch ein Leshra kommt. Einfach nur so dieses, okay, Full. Really Full Push. Bam. Ins Gesicht. Und keine Ahnung, können sie einen Tiny picken oder so. Macht auch ganz gut der Tower Damage. Aber für die Mitte. Ja. Razor Death Prophet eigentlich in dem Push-Lineup. Tinker ist auch raus. Vielleicht auch eine Naga einfach, sodass sie das Late-Game haben. Wenn der Push zu Ende ist, haben sie dann eine Naga, die gefarmt ist. Die halt auch mit Illus hinterher schicken kann. Vielleicht, aber ist jetzt auch nicht so das Beste. Mal schauen. Venomancer von Bundoktors. Ist ein bisschen Anti-Push mit den Wars. Können sie gut deffen. Und ja, es wird eine Camry Mirana. Oder Mirana auf der Offlane, ja. Und sie gehen hier doch mit der Viper. Sie sehen sich, okay, entweder Viper oder Lycan kann der Razor von stealen. Von daher nicht beiden. Und daher können wir das auch noch ganz gut machen. Außerdem ist Viper halt ein relativ guter Pusher. Und wenn halt jemand zu nah am Tower ist, kann sie auf jeden Fall verhindern, dass da jemand noch wegkommt. Außerdem brauchen sie natürlich irgendwas, was verhindert, dass die Bondoctors halt einfach in die Mitte springen. So, Razor fährt einfach in die Mitte mit seinem Plasma-Field. Venomancer springt in die Mitte, macht sein Ulti an. Und ja, Mirana, keine Ahnung, Leap Starstorm in die Mitte. Innen was Squishies könnte relativ schnell böse enden. Dementsprechend picken sie jetzt doch noch ein bisschen was, was ein bisschen tankiger ist, wie den Viper. Dass sie ihr halt auch, ja, die Viper vorne hinstellen. Nature's Prophet macht Minions. Lycan macht Minions, Shadow Charm stellt die Wards, Howl an und sie können sich ein bisschen zurückziehen. Mit der Viper vorne, die das Ganze halt dann tanken kann. Clockwork Bun hier von gegen die Bone Doctors wäre gut gewesen, ja. Tidehunter von den Bone Doctors, dementsprechend jeweils die beiden Offlaner rausgebannt.
Und Titan, da wäre definitiv hier gut für Aram gewesen. Hat auch dieses, okay, wir sind an eurem Tower, ihr müsst initiaten. Und wir lassen, und wir counter initiaten mit der Ravage. Ember Spirit hier. Bisschen Antibush, ja, schon da. Aber, ja, Snowball, glaube ich, von Bone Doctors. Sehr interessantes Lineup. Das ist auf jeden Fall das, was Fefa meinte, es ist ein neues Lineup hier. Und bin ich gespannt. Jakiro hier als letzter, ja, supportiger Pusher mit dem Feuer. Und bin gespannt, wie sich der All-In-Push da auswirkt. Außerdem halt mit Nature's Prophet kann man doch noch ein bisschen Late-Game gehen. Und mal schauen, ob, ja, Ember Spirit, Razor, Mirana geht halt immer Late-Game. Ogamagia halt in dem Sinne auch. Jakiro nimmt ein bisschen ab. Shadow Shaman Rewards auch. Ja, mal schauen. Ja, Directed Camera. Genau. Not. Gut. Benjamin nimmt wieder die Offlane. Homicide hatte letztes Mal die Mitte. Ja, hatte die Mitte genommen. Und der Creator Carry. Von daher bin ich mal gespannt, wie das läuft. Prophet. Klo. Okay. Ja, dann kann ich. Okay, schauen wir mal gerade. Also, Prophet. Ben geht direkt den Block machen und in Ruhe dann wieder zurück zur Base. Ja, wir haben June und LoL Pro wieder auf den Supports. Homicidia hat, wie gesagt, hier letztes Mal die Mitte gemacht. Mal gespannt, ob er jetzt Lycan Mitte und Viper carried. Wäre aber wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Anders als, ja, gegen Ember wäre vielleicht die Viper doch besser in der Mitte. Allerdings kann Lycan in der Mitte halt auch relativ gut sein. Und wenn sie sowas wie eine Aggro erwarten, wird jetzt vielleicht auch was. Jo, wir haben wieder Tomahawk in der Mitte. Zeka und Fever übernehmen die Supports. Sir Waterlord auf dem Mirana Offlane. Und ein Ember Spirit Carry, wie ich das hier einschätze. Interessant. Und wir überspringen mal die Pause. Die doch relativ lange dauert. Okay, dann kommt er gleich. Ja, es war sinnvoll, mit, dass man hier überspringen kann. Und ready. Und weiter geht's. Jo. Daher tatsächlich Mirana offlane. Mal schauen, wie die sich so schlägt. Weil meistens Mirana offlane ist halt selten. Jo.
30 seconds to battle. Jo, Mirana hat's geschafft zu one. Sehen auch hier, dass sie kein Ward mehr haben. Aram wardet auch wieder an der gleichen Stelle. Beide Teams hier nichts besonders Neues. Und fressen sich hier dann dadurch, sich doch einen Path zu haben, um vielleicht den Prophet zu catchen. Interessant. Allerdings werden sie natürlich ja hier nicht gesehen. Also den Pfad haben sie so gemacht. Allerdings wissen sie auf jeden Fall, dass sie da sind. Na gut. Dementsprechend hier ein bisschen Switch-Up von Aram, wer wo spielt. Und ja, aber hier auf Seiten von Bond Doctors sind die Helden doch wie beim letzten Mal. Oh, ja. Bond Doctors hatten versucht, auf Level 1 die Viper zu ganken, besonders halt mit der DD-Rune. Oder da ein bisschen Pressure zu machen. Hat auf jeden Fall Razor einen Last Hit von der ganzen Wave. Das war bitter. Dass da wirklich halt nichts passiert. Ah, es läuft aber nicht so gut dafür. Hat er den Space, den er created bekommen hatte, nicht genutzt. Aber ja. Farben der Embers natürlich auch relativ gut. Aber Prophet, ja. Kann immerhin was tun dort auf der Lane. Mirana versucht es halt auch ein bisschen reine Erfahrung zu sneaken. Okay, der Hero findet sie halt jetzt. Muss sie rausleapen. Aber immerhin, hat fast die Level 2 da rausbekommen. Nature's Prophet hat allerdings den Level 2 schon. Und ist da auf jeden Fall besser dran. Außerdem mit dem Block hier ist es halt auch schwierig, da ja irgendwie die Lane reinzukommen. Machen jetzt hier schon einen schönen Pull da durch. Daher sehr, sehr schön. Außerdem halt auch schön, was für Nature's Prophet mag, dass er hier die Treens macht, um halt auch da zu... Oh, schöner Howl, der auch ganz gut Damage macht hier. Und da macht er doch dem Ogre, der relativ tanky ist, doch relativ viel Damage dafür. Und konnte halt auch ein bisschen was von der XP sneaken. Ist jetzt schon Level 3. Gegen die Mirana ist noch Level 1. Das läuft auf jeden Fall hier für Aram besser. Nature's Prophet wird Level 3 nach 2 Minuten. Not bad, not bad, not bad. Und kriegt hier sogar eine Creepwave angeliefert. Und er sogar alle Last Hits bekommt. Schön gemacht hier von Cutie. Von Benny. Ja, Bonox ist die One hier. War relativ. Ja, war nicht relativ eindeutig, wo er war, aber ja, mit dem Ward deckt man eigentlich schon soweit alles ab. Gut. Pull-Versuch hier vom Prophet scheitert. Und der Ward-Spam beginnt jetzt hier auch. Noch keinen Punkt in Poison Sting. Daher werden die Wards erstmal nicht so nervig sein. Noch kein Slow. Aber das wird bald kommen. Ja, Haste-Rune für Bone Doctors. Razor wird das nicht nutzen. Er hat noch keine Bottle. Außerdem ja, Razor Viper 7-7. Sehr, sehr even. Und was Tomahawk da macht, ist vielleicht ein bisschen knapp. Hat hier Minus Damage, könnte jetzt turnen, allerdings muss man immer darauf beachten, das Q macht den Damage hier. Natürlich nicht genug, aber das war ein bisschen Overquit. Allerdings oben Nature's Prophet ist geslowed, kann hier einen schönen Sprout machen, allerdings Venomancer Last Attack und Ogremagier hat sogar noch die Haste Rune, weil sonst wäre er auf dem Tower gestorben. Schön gemacht hier, auch ohne den Ember Spirit, hier das First Blood für den Veno, der jetzt ein bisschen mit Boots leisten kann und wahrscheinlich schon Flying gekauft hat, ja. Ah ne, Flying war schon vorher. Na gut. Mirana ist Level 3, hat ihn jetzt bekommen. Arrow gemisst. Kriegt hier relativ viel Harassment. Oh, knapper Eispart. Muss hier auf jeden Fall aufpassen. Jakiro macht hier sehr, sehr viel Harassment raus. Was für Mirana relativ schwierig ist, besonders weil sie keine Regeln mehr hat. Allerdings Prophet muss jetzt aufpassen. War ein bisschen zu overconfident. Das ist hier mit Chains Commitment. Slow auch. Und damit sollte das ein relativ toten Nature's Prophet sein. Ja, 2-0 für die Bone Doctors. Und ja, das ist halt natürlich das Problem. Nach dem Mirana hätte quasi besseres zu tun, weil sie wegleapen könnte. Allerdings macht Lycan natürlich auch nicht so einen Pressure wie ein Ember Spirit auf der Lane.
Beide Teams wissen genau, wo sie sind. Und die Mirana ist da. Vorsichtig. Level 3 ist wahrscheinlich besser als Level 4 und zweimal gestorben. Zumindest nicht für sich selber, aber fürs gegnerische Team. Lycan farmt ein bisschen besser als Ember. Hat ein paar Lastes gemacht, weil er auch ein paar Kills machen musste. Ansonsten relativ even, außer dass Nature's Prophet extrem viele Lastes hier auf der. Mehr Lastes als in der Mitte. Hat sehr gut die Lane controlled. Hat auch mal die Pulse gesteelt und so. Also Nature's Prophet hält sich sehr, sehr gut auf der Offlane und geht halt jetzt nach den zwei Kills definitiv in den Dschungel. Wohingegen, ja, Bonox müssen jetzt gucken, ob sie vielleicht pullen wollen. Pushen wollen. Solo-Pull und dann pushen. Weil sie haben auch die Venom Wards. Damit können sie relativ schnell viel Pressure machen. Und Nature's Prophet wird auch bald zurückkommen. Muss man so auch sagen. Geht auf Power Treads, nach den Power Treads und dem dahingehenden Leben. Das ist halt auf jeden Fall. Kann er halt auch wieder auch zurück auf die Lane. Von daher wird Spawnlock eine kleine Chance da zu goen. Wenn sie das merken, dass er im Dschungel ist. Ansonsten, ja. Ogre Magier Smoke läuft bald aus, hat relativ wenige Leben. Von daher, wenn die Viper dazu weit ist, aber. Ist glaube ich nicht möglich, ja. Stun ist draußen, Dings ist draußen. Ja, Plasma Field macht Damage und das reicht noch gerade so. Ogre Magier kriegt den Slow ab. Aber der Tower Damage ist dann doch nicht so ganz genug, um ihn noch zu uns zu bekommen. Sehr geduldig auf jeden Fall. Schön gemacht hier. Und ja. Mirana ist jetzt dabei leider auch gestorben. Auf der Bottom Lane. Aber im Prinzip auch mit dem Prophet, der rein TP'd, war das relativ unvermeidlich, dass es passiert. Gut. Bone Doctors beginnen hier den Push. Sollten sie tun, ich habe ein Déjà-vu gerade, aber keine Ahnung, was das war. Pushen hier, sollten den Tower auch easy bekommen. Fortifyen jetzt und whoops, Venomancer ist ein bisschen zu weit drin. Muss aufpassen. Slow auf den Shadow Charm, das könnte natürlich allerdings als sinnvoll erachten. Ja, Arrow trifft, Starfall ist da, aber der Damage fehlt. Wenn die Wards ihn jetzt fokussen, nee, das reicht auf jeden Fall nicht ganz. Vielleicht hätte die Mirana da auch ein bisschen aggressiver reingehen können. Starfall Damage hätte nicht ganz gereicht, aber. Ja, jetzt muss sie aber rausliegen. Ist vielleicht sogar ein bisschen zu spät gewesen. Okay, Prophet ist sehr aggressiv. Dive da rein. Und sollte. Okay, wie auch immer sie da im Spot gesehen haben. Eventuell bei der Tower da noch Range und ja. Das wird auf jeden Fall einen toten Prophet. Das Problem ist, es ist zu viel passiert. Okay, zurück. So. Schauen wir uns jetzt mal die andere Seite an. Mana wird hier low, wird vom Prophet dann hinten gesniped und Ogre-Magier geht gleich zurück. Naja, schauen wir mal, was im Wenomancer passiert hier. Damage auf den Lycan ist halt da. Razor kommt von hinten. Und versucht sie, die Leute zu sneaken. Ich spawn vielleicht jetzt die Mirana. Die Wards stehen und ja, da kommt der Razor natürlich mit Ulti ran. Und direkter Doppelkill. Und Jakiro versucht wegzukommen. Und schafft es auch. Okay. Die Wölfe werden versuchen. Haha, schöner Smoke hier vom Venomancer. Den eventuell sogar rettet. Weil, ja. Ein paar Crits und dann wäre er nicht mehr. Meanwhile farmt Ember Spirit. Hat zwar immer noch mit dem ganzen Farm, den er bekommen hat, nicht mehr. Ach, der hat doch noch so lange überlebt. Krass. Hat sogar. Oh, der kriegt ihn noch. Der kriegt ihn noch. Die Wölfe. Nature's Prophet baut back und hat mit schönem Ulti das getötet. Allerdings hätte das, glaube ich, mit dem Crit von dem einen Wolf dann auch noch gereicht. Ja, was ist worth it? Buyback auf Nature's Prophet 230. Buyback-Status für Prophet sagt. No. Yes. Prophet. Mal schauen, wie viel das gekostet hat. Buyback für 200, okay. War relativ even. Von daher. Jo. War dann doch even. Wird mal nur gucken, ob es vielleicht ein bisschen nachteilig ist, wenn das nächste Mal stirbt. Ja, was ich eben sagen wollte, Ember hat trotz dem ganzen Farm, den er hier bekommen hatte, und der Rest halt gestorben ist tatsächlich auf der Bottom Lane, immer noch ungefähr gleiche CS wie Lycan. Nature's Prophet ist ähnlich wie die Midlaner. Also auf jeden Fall ist ein starker Vorteil von Aram hier beim Farm.
Viper muss jetzt hier aufpassen, wird wahrscheinlich Down bekommen, ist sehr, sehr viel Damage gestohlen. Okay, mit dem Slow auf jeden Fall. Und Shakiro sollte vielleicht dann jetzt nicht so weit reingehen, besonders bei 120 gesteeten Damage, 200 Damage pro Hit. Ja, da will er auf jeden Fall nicht rein. Die Grafen gehen stark in Favor of Bone Doctors, klar, weil sie halt auch in Kills vorne liegen. In Gold war das allerdings tatsächlich soweit, dass hier durch den Push, durch den Tower und durch den Prophet, der sehr, sehr gut als Offlaner dabei ist, wesentlich besser als Mirana sich hier schlägt, da besser ran ist. Mirana trifft allerdings hier einen Arrow, das wird sie wieder gut machen. Das wird sie auch wahrscheinlich wieder gut machen. Der Damage ist allerdings hier eventuell vorhanden. Ja, muss er gucken, dass er hier nicht vielleicht vom Prophet gesniped wird. Und kommt hier nochmal weg. Viper hat es mal einen zu lange gebraucht, eigentlich muss der Razor sich jetzt aufpassen. Man könnte Probleme haben, hier wegzukommen. Aber ne, die Slows reichen nicht mehr ganz. Allerdings, Prophet geht jetzt rein. Okay, Prophet geht rein. Sprout, schön. Jetzt ein Link. Hätte man vorher machen können. Und das wird knapp werden. Hat jetzt keinen Damage mehr. Und tatsächlich kriegen sie den Razor nicht down. Bitter, bitter. Und Mecha. Und noch ein bisschen mehr. Tatsächlich knapp. Gold für ihn. Ja, 10 Minuten Mecha. Ist alles gut drin. Allerdings müssen wir jetzt gucken, dass der Bottom Tower nicht fällt für Bone Doctors. Denn Lycan wurde allein gelassen und fand natürlich ganz gut da. Kein Gale hier. Und Aram pusht die Mitte weiter. Haben keine Wards. Aber natürlich auch mit der Viper können sie ein bisschen Chip-Damage dran machen. Bottom Tower lebt noch. Razor kommt zu defenden. Es sind 4 mit. Allerdings durch die Ward-Hunten sehen sie halt auch, dass der Prophet nicht da ist und wo der Rest noch ist. Von daher gute Position für die Bond-Doctors, dass sie da nicht irgendwo reinlaufen, wo sie nicht wollen. Meanwhile, Ember farmt halt weiter, hat auch einen Spirit, von daher geht hier auf Nummer sicher. Und ja, jetzt müssen halt Aram gucken, was sie tun. Klar, Lycan pusht weiter. Die Frage ist halt, was der Rest macht. Suchen sie Pickoffs? Versuchen sie die Mitte reinzurennen? Das Interessante ist, dass eine Ogre-Magier unten ist, weil eigentlich ist Ogre-Magier ein gefundenes Fressen für einen Lycan. Wird jetzt den Tower hier pressuren. Da muss Bone Doctors responden. Aber wie es scheint, werden sie das einfach nicht tun. Und der Tower geht down und eventuell sogar mal. Ja. Gut, die Supports hatten nichts zu tun, aber hatten keine TPs, was gegen Lycan tatsächlich Spiele verliert. Mal schauen, ob das hier der Fall ist. Aber ja, sie hatten keine TPs und mussten den Tower fallen lassen, obwohl das halt absolut nicht nötig war gegen Lycan. Weil sie halt auch in der Mitte nichts getan haben. Sie waren halt nicht beschäftigt oder so, sie waren halt einfach nur zu faul zu debieren. Haben dafür dann von Tower aufgegeben. Das muss eigentlich nicht sein. Denn jetzt geht natürlich Lycan Top Lane. Oder Mid Lane. Und der Ember kann nicht mehr so gut farmen. Vorher war halt der Lycan relativ gut in der Mitte, unten. Ja. Alleine und Razor konnte es schon so alleine schaffen. Allerdings ist jetzt das Problem, dass zu langsam die Map-Controller aus der Hand gegeben wird. So. Mirana versucht hier ranzukommen, aber ist nicht möglich. Arrow trifft! Ups, da muss der Shadow Charm aufpassen. Aber allerdings ist niemand da von den Bone-Doctors. Ich weiß nicht, was die da oben tun. Außer, ja, in der Mitte halt noch einen Tower verlieren. Ich weiß nicht, ja. Ogre-Magier hat lieber unten oben mit dem Ember Spirit geholfen, einen Palast zu nehmen und ihnen dabei zugeguckt, anstatt halt unten einen Kill abzustauben. Misplay von den Bone Doctors und dafür geben sie den Tower auf. In der Mitte. Ja, Aram sichern sich auf jeden Fall den Vorteil. Das ist genau das, was sie machen müssen. Shadow Charm tötet Mirana. Gott, was? Wo ist die denn schon wieder hingefahren? Seriously? Hier ist nichts passiert, so. Mann, irgendwie ist das hier mit dem Vorsprung. Mirana ist einfach mittendrin im Nichts, versucht den Shadow Charm zu nehmen, aber wurde halt easy vom Tower getötet. Jo, kann man machen. Gut. Mana Boots für den Shadow Charm. Die Support Items kommen auch ein bisschen rum. Ember Spirit hat jetzt allerdings ein bisschen Farm bekommen. Ist jetzt bei 15 Farm vorne. Eigentlich muss jetzt auch. Sie haben den Damage, ja. Kriegen aber den Deny. Auf für eine Lycan, der noch gerade so down geht. Ja. Okay, Ember Spirit musste rausspringen.
Ogremeier kommt gerade so weg. Schönes Mirana-Ulti hier. Die Wards sind eben nicht von Radiant, sondern von Dire. Damit nichts gesehen. War auch relativ knapp mit dem Shadow Shaman. Aber der Ember musste da halt raus. Macht den Go? Nee. Hatte vielleicht auf den Prophet gehofft. Allerdings passiert jetzt oben was und Embers Bild muss dringend zurück. Und ja, allerdings scheint es so auch so vielleicht ohne zu klappen. Razor, Viper macht kein Damage mehr, Jakiro ist down. Und jetzt muss halt, ja, Viper aufpassen, aber wird clean von einem Embers Bild, der dann doch rechtzeitig da ist. Embers Bild, Double Kill. Das ist halt auch die andere Seite. Das will man genauso nicht haben wie dem Lycan, der frei dreht. Bitter hier. Lycan hat Vladis, wird jetzt auf Neko gehen. Roshan ist auch eine Option. Allerdings haben gerade ein bisschen Bondox das Spiel so zurückgeholt. Wir sehen, ja, Bondox haben das Spiel von 2000 Gold knapp wieder zurückgeholt und weiterhin XP-Vorteil gegaint. XP-Vorteil, weiß ich nicht, woher genau der jetzt unbedingt kommt. Durch die Kills, ja, wahrscheinlich nur durch die Kills. Und das Gold ist halt auch Even, was, ja, 2 zu 2 Tower, wobei tatsächlich Aram halt den T2 haben. Sie haben einen Tower-Vorteil. Und trotzdem ist das Gold even. Das sind eben die Kills, die vorne sind. Last Hits sind immer noch relativ even. Wir sehen es hier, der Carry macht ein bisschen mehr vom Bond-Doctors. Aber der Prophet macht mehr als die Mitte. Da sind sie noch sehr gut vorne. Und der Prophet wird wahrscheinlich auch das sein, was halt im Midgame den größten Impact hat. Aram pushen jetzt hier zu viert. Beziehungsweise eventuell, wenn Prophet noch kommt, zu fünft. Toplane. Und ich weiß nicht, ob sie da responden können, besonders mit dem Ogremagier, der die Cooldown auf TP hat. Das ist natürlich bitter. Bornoclus gehen trotzdem rein. So ihr Bestes mit dem Razor, der ein bisschen Damage zieht. Hat 56 Damage und noch genug Leben. Tower Deny. Sehr wichtig gegen so einen Pushliner. An dem letzten Spiel schon, wo Bornoclus oder generell Pushlineups, das hatten wir dann im vorletzten Spiel schon. Ein Push-Line-Up ist es halt immer wichtig, dass man Vorteile bekommt, dadurch, dass man pusht und dadurch weiter pushen kann, weil man besser ist und Vorteile hat gegenüber dem Gegner. Das ist jetzt hier so langsam bei Aram nicht mehr der Fall. Wenn nämlich das Gold in Favor ist auf... in Favor auf dem Gegner, ist immer ein bisschen komisch, aber... Das Gold ist auf jeden Fall hier höher als höher von Bondoctors als von Aram. Obwohl Aram das Push-Line-Up hat. Das will man nicht. Und das zeigt, dass Aram relativ weit zurück ist. Und wenn sie so weitermachen, wird es schwierig, auch Five-Man gegen den Tower zu pushen. Wir haben jetzt hier gesehen, Razor hat einfach den Tower alleine gehalten. Gegen 3 bis 4 Aram-Heroes. Und der Razor war alleine. Jetzt könnte allerdings cleaned werden. Schönes Mirana-Ulti. Könnte. Ah, das poppt. Aber das Mech kommt. Und jetzt könnte Aram ein Problem sein. Schönes Makropire. Allerdings ist Shadow Shaman ein bisschen zu weit vorne. Wurde halt vom Arrow gecatcht und ist damit down gegangen. Ember Spirit. Ja. Die Sentry sitzt. Der Dust war auch. Von daher hier Disengage. Shadow Shaman bekommen. Im Gegensatz zu dem Razor auf der Gegenseite. Schön getönt von Bone Doctors. Viper versucht hier zurückzukommen. Schafft es auch. Unbemerkt. Von daher zu Radiant zu sneaken. Und ja, 300 Gold bis zum ersten Battlefield für den Embers Build. Außerdem muss jetzt Bornoctors, ja, gucken sie auch schon, mit Plague Wards in Roshan gucken, denn so langsam wird es auch für Lycan und für den Cash Prophet einfach, sich in Roshan zu sneaken. Medaillen auf Venomancer, von daher wird Bornoctors wahrscheinlich gleich versuchen, Roshan zu machen. Auch um es dem Lycan oder dem Prophet wegzunehmen. Was hier auf jeden Fall der richtige Move ist. Und schön durchdacht hier ist. Erste Battlefield fertig für Ember Spirit. 17 Minuten. 3-0. Auf jeden Fall gut gemacht. Das ja, könnte schwierig werden für die für Aram, dem zu begegnen. Halt auch schön vom Venomancer immer ein bisschen drin und ja, apropos. Ember Spirit holt den einfach oben den Lycan, der kaum Leben hatte und relativ easy gesnackt wurde.
Außerdem mit dem Wards im Plasma Field sind auch die Screens relativ schnell weg. Was auch Chip Damage auf dem Tower relativ gering hält. Mirana hat, ja, Faceboots immerhin. Hat immer noch nicht Ring auf die Quelle oder so bauen können. Müsste einfach nur zum Sideshop dafür gehen. Die Mirana-Regeneration sollten es eigentlich wert sein. Muss jetzt gucken. Jump und TP. Jo. Kommt da raus. Relativ knapp sogar, weil Jikiro auch noch da war. Von daher knapper, als es hätte sein müssen. Und Bond Doctors, ha, sehen, okay, da sind drei. Wir smoken jetzt da rein. Sehen hier den Jakiro. Und easy snipe. Zack, 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 zack. Keinen einzigen Cast gemacht. Und ja, kriegen den Tower nicht ganz vor dem Deny. Aber könnten jetzt eventuell ein paar Leute trappen, die nicht schnell rauskommen. Ah, oh, Shadow Shaman hat keinen. Oh, beide haben keinen. Jetzt, das Plasma Field ist wieder da. Und jetzt sehen sie die Viper, die im Niemandsland. Ja. Stirbt. Shadow Shaman versucht, ja. Ist. Macht keinen Mucks. Und schafft es wohl, unbemerkt zu sein. Das Plasma Field hat ihn da nicht ganz entdeckt, weil es halt hier war und nicht so ganz bis hier runterging. Schön gemacht für den Bond Doctors halt auch zu sehen, okay, hier sind die nahe. Wenn sie die nahe, sind sie alleine. Also lass mal da runter smoken. Sehr, sehr schön executed hier, muss man sagen. Okay, Lightning macht jetzt Split Push. Sehr schön hier. Sind das Necro 1, Necro 2, Necro 1. Bringt natürlich noch nicht so viel. Außerdem müssen jetzt hier die Necros mal langsam, ja, sollten jetzt hier weggehen. Allerdings, ja, zu spät. 200 Gold und viel Erfahrung für den Venomancer. Das hätte nicht sein müssen. Minions, die Level 1er, sind einfach zu wenig dafür. Level 3 hätte ihn getötet, ja, aber die Minions darf man eigentlich nicht alleine so stehen lassen. Ja, beide Necro 2, Prophet und Lycan haben Necro 1, was halt aber auch schwierig wird. Wir haben ein bisschen Damage Overtime vom Ogre, wir haben vom Venomancer Damage Overtime, wir haben Starfall und Chain of Fists und das Plasma Field, was da relativ schnell diese Wave of Minions, auf die hier Aram setzen, die Tower zu pushen, relativ schnell beseitigen sollte. Und dann sind halt nur noch die Wards, wo sie pushen können. Das sieht mir relativ schlecht aus. 20 Minuten im Spiel und das Push-Lineup ist sehr, sehr weit hinten. Und wird teilweise, wie man in der Aktion hier unten gesehen hat, mit dem Smoke doch ein bisschen outplayed. Aber ja. Ja, der Ogre. Ich weiß nicht, ob der Ogre ist. Also, der Ogre wird es ja noch zeigen, wenn die Blattlast dann halt richtig ins Spiel kommt. Mal gucken, ob sie den natürlich stellen und den Wolf sehen. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, ja. Die Lycan-Wolf sind eine der besseren. Auch schön drin gehalten. Jetzt keiner raus. Bodyblocks hier oben ist natürlich top of the game, wenn das klappt. Okay, Lycan versucht hier die Mirana zu bekommen. Dürfte allerdings ein bisschen schwierig werden, weil sie wegklicken können. Okay, und holt sich eigentlich nur den Damage. Fällt hier die Pause. Ember Spirit ist jetzt tatsächlich am Pushen gegen den Prophet. Er dreht hier den Spieß um. Mal gucken. Einer Chain. Zack, okay. Bisschen Damage gemacht und raus. Wollte ja nicht drin sein, kann man verstehen. Vier Leute jetzt hier, die Top-Lane pushen. Jo, okay. Also, Roshan wird auch demnächst irgendwie drin sein. Wir werden schon mehr Black Wards aufgebaut, von daher wird das eventuell vorbereitet, dass es den nächsten Roshan gibt. Sieht mir jetzt mindestens so danach aus. Okay, Mirana muss aber auf jeden Fall vorher erstmal zurück zur Basis. Weiß man noch nie, wenn dann noch ein nächstes Prophet-Ulti kommt oder so. Kann das sehr schnell, ja, kann das sich sehr schnell umdrehen. Und ja, Ara macht es in dem Sinne hier sehr, sehr gut, dass sie top pushen, weil in der Zeit kann Roshan natürlich nicht genommen werden. Außerdem haben sie Lycan-Wurfs, um zu sehen, ob sie Roshan machen. Denn dann, naja, können sie halt hier oben auf der 4-2 committen. Ich nehme an, sie werden erstmal hier bleiben. Nee, TP'n raus, okay. TP'n raus und bereiten sich vielleicht eher darauf vor, hier zu sein. Prophet ist alleine.
haut alles raus. Schauen wir mal, ob er erfolgreich damit ist. Müsste jetzt. Oh, müsste jetzt den Medaillon benutzen, wenn der Damage reicht. Okay, könnte. Reicht nicht ganz. Veno Ulti ist too strong dafür. Hat aber immerhin noch sein Necro kaufen können. Und verliert somit kein Gold. Pritzel. Okay, Roshan wurde wohl angehauen. Ja. Und ah. Oh. Ember kriegt in der Mitte noch einen Solo-Kill wieder. Ist natürlich bitter, aber er hatte Moonlight Shadow an, das hat einfach hingeraufen. Chain tot. Relativ easy Kill. Ogre Magier kommt hier weg. Oh, sehr knapp. Musste ja sogar Stick Charges am Fountain benutzen, um da wegzukommen. Sehr, sehr knapp, aber halt auch sehr tankiger Held. Außerdem mit Intel aus Threads rauszukommen. Hätte da auf Stärke geswitcht, wäre das einfacher gewesen. Und nicht so knapp, wie es jetzt hier der Fall war. Sentry Wards stehen auf jeden Fall hier für die Bond Doctors, falls sie demnächst Roshan machen wollen. Und ja, Mirana ist da, Ember Spirit ist da, aber erstmal. Oh, was ein Damage, ja. Zweites Battlefield ist fertig. Das sind Easy Engines. Und die Mirana snackt sich dafür noch ein bisschen Damage. Zack. Und dann das Softs Aggro. Das waren 800, 900 Gold. Treens gehen da rein. Die Würfel werden nicht ganz gesehen. Die Sentry ist ein bisschen zu weit. Ja, ein bisschen zu weit unten. Ah, ist halt ja. Immer wichtig gegen Lycan, dass der Sentry da sitzt. Trifft einen Minion, immerhin. Kann man. Mal schauen. Oh, schöne Fist. Oh, und dann. Haben sie da was? Haben sie nicht. Das war vielleicht ein bisschen zu spät, weil der Cooldown zu lange. Aber immerhin kriegen sie nächstes Profit. 9-10 zu 5 hier. Und die Viper ist da noch. Das hat der Ember aber nicht gesehen. Auch noch die Viper fällt. Bitter hier. Oh, beide Cores down. Nur noch Lycan ist gerade so rausgekommen. Das von Regen in die Traufe, möchte ich da mal sagen. 2 zu 50, viermal so viele Kills auf Bone Doctors. Ja, viermal so viele ist Gold. Nein, nicht wirklich. Aber ja. 6, 7k Gold. Erfahrungsvorteil 15.000 XP. Wir sehen das jetzt hier, wenn wir uns mal die Level angucken. 18 und 16. Und danach 12, 12, 11. Also Razor und Ember sind halt kaum tötbar. Ich würde halt sagen, sie können Razor nicht töten. Okay, die Chainsman natürlich. Sie können Razor nicht umbringen und Embers Bild eigentlich auch nicht. Hat jetzt auch das Chrysalis fertig. Das Ding wird nicht zu stoppen sein. Schauen, ob Venomancer hier alleine Roshan nehmen will. Könnte er, aber ich nehme an, er hofft auf Support. Aber irgendwie sieht sein Team nicht so danach aus, als würde ihm helfen wollen. Wir holen halt lieber den Lycan oben. Oh, und schon wieder. War halt ganz praktisch, dass Lycan hier oben halt einen Spirit noch hatte und halt schnell helfen konnte. Er ist halt auch gut als Trap. Spirit oben, Support hinschicken lassen und wenn der Lycan da auftaucht, zack, 2 zu 1 mit dem Stun. Da schnell es nehmen. Venomancer muss Roshan abbrechen. Alleine ist es halt auch ein bisschen scheiße. Dass ihm da wirklich gar keiner hilft, das überrascht mich halt ein bisschen. Ja, sie hatten halt oben, aber jetzt farmen sie halt Dschungel, anstatt jetzt irgendwie Roshan zu machen. Die haben noch ein bisschen Zeit, bis Lycan wieder da ist. Ist halt so ein bisschen, ja, Objective-Based Gaming ist es noch nicht so ganz. Da, glaube ich, fühlen sie aber auch wesentlich zu weit vorne, um da jetzt dieses zack, 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 Objective-Based, jetzt machen wir Roshan, jetzt machen wir das zu machen. Das TP, würde ich sagen, ist Roshan. Würde ich jetzt mal von ausgehen, dass es das TP heißt, sie gehen zu Roshan. Allerdings, ja, noch nicht ganz. Der da Lust, achso, okay. Ember Spirit will jetzt hier noch das bisschen Gold farmen für das Daedalus zu komplettieren. Allerdings 2,8. Das reicht noch nicht. Oh doch, reicht wohl. Zack, 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 ja. Instant so eine Wave weg. Und ja. Klar, es ist halt praktisch, wenn da noch T2-Minions drin sind. Technically könnte das für Ember Spirit halt bedeuten, dass der Fist in dem Tod endet. Ja.
Aber in der Realität weiß ich nicht. Könnte das schwierig werden. Außerdem, mit einem Daedalus jetzt nach 28 Minuten, vom ersten Battlefield nach 17 Minuten, 10 Minuten später, zweites Battlefield und ein Daedalus. Ich sehe nicht, wie sie dagegen fighten können. Okay, Ogre-Magier wird jetzt hier in der Mitte von 4 Leuten gecatcht. Tja, war dumm. Allerdings kriegen sie einen Tower und eventuell sogar mehr. Aga-Ultis ist online. Und ja, also gucken mal, wie viel sie hier bekommen. Das heißt, die Bibel wurde schon abgebrochen. Das ist bitter. Also könnten sie hier Rex verlieren, wenn sie nicht schnell genug kommen. Außerdem, den Emma können sie nicht fighten. Wie wollen sie den Emma-Trupp bekommen mit dem Razor? Das Agas-Ulti ist bald vorbei, aber es reicht auf jeden Fall für den Tower. Jetzt kommen sie hier, stehen drin. Aber, ja, die Illus haben schön auch die Vision. Zack, zack, zack. Damage, Damage, Damage. Das ist relativ übel. Flameguard ist jetzt gerade down. Jetzt wenden, dann ist jetzt die Zeit. Venomut ist drin, Shadow Sham ist drin, hat die Bots schön gestellt. Damage reicht sogar für einen Razor. Die Minions reichen doch, zack. Ember Spirit goes ham. Hat die Godlike Streak jetzt da. Und ich weiß nicht, ja, die restlichen Venomuts werden hier ein bisschen Pressure machen. Allerdings kann auch Ember eigentlich rein. Sie haben halt nichts. Sie haben die Viper, die ja ein bisschen Damage macht, allerdings so wenige Leben hat. Da könnten sie sogar drin bleiben. Was natürlich ein bisschen problematisch ist. Natürlich. Wir haben halt einen Prophet, der Split pusht. Wir haben einen. Ja, wir haben die Chance auf Buyback. Und eigentlich war auch da alleine. Sinnvoller war es, da wegzugehen. Allerdings fühlt es für mich gerade so an, als ob der Ember extrem weit vorne ist. Networth mal angucken: 21k. Das Ding hat 10.000k Networth weiter vorne als der Lycan. Und Lycan. Wenn wir uns mal überlegen, was hat er mit dem Networth? Er hat Minions und Lifesteal. Damage ist so da. Jetzt hat er den Networth quasi eingesetzt. Mit dem Basher hat er dann wenigstens Control und Damage. Und daher ist Lycan ab jetzt halt auch gut alleine. Aber bis dahin war es halt wirklich schwierig. Mal gucken, ob die Bornoctors jetzt Roshan machen. Auf jeden Fall, wenn Ember noch die Aegis hat. Stick dafür wegschmeißen. Oder tatsächlich sogar Razor hat einfach. Ja, hat jetzt auch BKB. Razor wäre vielleicht besser. Ja, ich sollte einfach mehr Ember folgen. Der hat Solo-Kills gemacht. Hat schon wieder einen Shadow Shaman alleine gefunden. Die Supports von Arams haben aber wirklich schwer, hier was zu finden. Und oh, der Damage von Ember. Plus 238. Macht 350 Damage auf. Batz, Batz. Auf natürlich einen Roshan, der da nichts mehr hat. Was mir hier auffällt, was interessant ist, ist, dass sie keine Detection haben und die Aegis so lange rumlaufen lassen. Wäre tatsächlich ein easy Snap gewesen. Das hatten sie vorher, glaube ich, nicht gepoppt. Aber, ach du Gott. Ja, da kommen schon die 850er Crits. Aram. Care, care, care. Wir müssen ja auch schon nichts weggehen. Scouting, aber ja. Sind dann weg. Machen immer ein bisschen Chip Damage auf den Tower. Haben jetzt den T2-Top so weit langsam runtergemacht. Das Problem ist, sie brauchen da Aegis, um High Ground zu gehen. Aram, generell. Der Punkt ist, gegen diesen Ember können sie nicht mehr pushen. Sie müssen Split pushen. Klar, für einen. Mit einem Prophet und einem Lycan ist das Schwierigste. Das Problem ist halt, egal auf welche Lane er kommt, er kann halt ein Fire Remnant zurückdividen. Das zweite Daedalus ist jetzt fertig, okay? Ja. Das ist fett. Demnächst, was steht dann demnächst noch für ein Jahr an? BKB will eigentlich nicht kaufen. Mehr Damage wäre okay. Ich weiß nicht, was man sonst noch so einem Ember danach kauft. Außer ein Divine. Was es vielleicht noch ein bisschen früh ist. Kann schon wieder so Divine und Aegis. Aber ich glaube nicht, dass es noch zum Divine kommen wird. Aber ich kann mich auch irren. Ach komm. Immer aufhören, irgendwo im Wald random Dinge zu finden. Ja, okay, sie hatten die Ward halt, ne? Aber der Hammer wird aber auch so ein bisschen gefehlt. 11-0 mit 370 Last Sitzen nach 32 Minuten. Guckt euch das an. Jetzt muss er allerdings weg. Okay. Das war antiklimatisch. Tot.
Ja, 1800 Leben bei 10 Armor. Mehr war es nicht. Kriegen hier T2, aber 1400 das Streak an den Lycan. Der kann sich jetzt ein bisschen was leisten. Razor geht hier hin, kriegt den Lycan solo getötet, BKB ist gezündet. Und ja, da kriegen sie vielleicht den Tower jetzt auch. Lycan ist noch tot, Viper ist noch tot, Emma hat Buyback. Ja, hat Buyback, aber das Ulti ist schon zu Ende, von daher... Ja, Static Link Damage ist auch für eine... Mal den Tower noch fertig. Hat er doch die Aegis, muss sie eigentlich Dings jetzt eigentlich noch nicht abgeben. Besonders, weil sie jetzt auch nichts damit finden. Was verlieren sie? Also, naja, sie haben halt kein Follow-up jetzt. Außerdem schöne Warship. Hätte der Schiller vielleicht ein bisschen darauf hitten sollen. Und jetzt verlieren sie eventuell sogar noch den Razor. Top Tower wurde gepusht. Und ja, Razor plus der Aegis in der Mitte weggeworfen. Das war ein bisschen Mistplay und da freuen sich Aram über die paar Kills. Haben jetzt ja 3 Kills auf der Platte bekommen und das waren die beiden Cores, die sehr, sehr wichtige Kills waren und auch relativ viel Geld begeben haben. Der Razor jetzt nicht so weit, aber ja, der Lycan hat sich auf jeden Fall über das Geld gefreut. 2,6k wird vielleicht dafür Bisse gehen, weil wenn sie den Ember einfach erbisseln, sollte das ein schneller Kill werden. Ember hat jetzt BOTs. Drums, ja, können vielleicht für den Aegis getauscht werden demnächst. Wo er vielleicht jetzt gemerkt hat nach dem Kill, dass es doch nützlich wäre, einen Aegis zu haben. So, Prophet ist jetzt tot. Relativ eindeutig. Ja, ich glaube, Prophet hat es auch gesehen, so, ja. Ist nichts zu machen, diesen Ember können sie halt nicht stoppen. Außer mit 3-4 Personen. Unter, also mitten in der Basis und alleine. Das wird einfach nicht passieren. Razor, Mirana stirbt jetzt hier unten. Wurde gescheckelt und gefunden. Ah, okay. Aber Mirana ist zu overconfident. Hat nicht mal ein Leap rausbekommen. Boah, Ember Spirit Level 25. Fast gesixlottet. Beziehungsweise wenn wir der Aegis einbeziehen, gesixlottet. Boah. Und kann halt einfach Griefwave und Griefwave machen. Hätte die Top Tower gepusht, Mitte Tower pusht jetzt auch rein. MSB wird wahrscheinlich jetzt Mitte gehen und jetzt werden sie pushen. Und zwar fett pushen. Sind die nur zu dritt, allerdings der Venomancer als Invis. Und okay. Reviert sich jetzt, geht nicht mit der Invis-Rune schön rein und versucht ein gutes Ulti rauszubringen. Allerdings ist das Ulti in Best Stage of the Game gegen den Ember. Ja, nichts mehr. Jetzt hier sogar Split pusht. Mini Barracks hatte sich komplett voll geheilt, aber jetzt ging das Ulti. Tower Damage, musste hier raus. Viper geht jetzt hier rein, versucht den Razor dort zu bekommen. Allerdings BKB gezündet. Venom Ulti ist raus und trifft nur auf den Lycan. Oh, Triple Multicast. Das könnte eventuell sogar mit dem Veil reichen. Das reicht tatsächlich. Ah, oh, dieser Triple Multicast. Wow, Double Kill. Okay, das ist GG gewesen sein. Double Kill für den Ember, zack, zack, beide Supports, Doppel Crit und verdienter Sieg für den Bone Doctors. Wunderbarer Ember Spirit, der hat einmal gefeatert bei 400 Last, jetzt schön gefarmt. Und ja, Laning Stage hat das wohl gerissen. Sie haben ein paar Tower bekommen durch den Lightning, aber es hat nicht ausgereicht, um da halt mehr rauszumachen. Kam dann halt nicht mehr in die Tower ran und dann war der Razor als auch der Ember zu fett, als dass sie tatsächlich da sogar noch reinpushen konnten. Ja. Respekt an Bone Doctors. Gut runtergespielt. Ein paar Fehler gemacht, aber nichts Weltbewegendes. Gut executed. Und ja. Bis auf ein paar Overextensions, die mit einem Level 25 Embers Bild, der so gefett gefarmt wird und der Razor war halt auch gut dabei, kann man die definitiv verstehen und verzeihen. Gut. Ich weiß es ja schon. Das war mein Cast von den Bone Doctors. Am Freitag gibt es den nächsten Cast von der StarCloud League. Die jetzt auch langsam mit dem Ende zugeht und die Playoffs, glaube ich, sogar beginnen. Von daher, stay tuned und ja, follow me on meinem neuen Twitter-Account, SisterZonDota. Und da werdet ihr dann informiert über neue Videos. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.